reg mich nicht auf. Es tut mir auch leid, dass die dass es so viele Rennen hintereinander sind. Ich habe gestern, glaube, fünfmal versucht, die Reihenfolge zu ändern. Jedes Mal am Speichern war es wieder wie vorher. Okay. Nee, war, ach, ich weiß halt einfach. Einfach ist heute irgendwie der Wurm drin. Daher passt das manchmal. So. Ja, du hast ja selber schon gesagt, das ist sehr rennlastig, aber es ist halt dann einfach mal so. Ja, ich muss mal meine markierten Dings mal im Social Club mal aufräumen, dass wir das nächste Mal wieder ein bisschen mehr Unterschiede haben. No. Das waren jetzt halt einfach nur viele Sachen, die noch drin waren, die wir noch nie okay. gespielt haben. Und deswegen habe ich gedacht, da mache ich mal jetzt noch was draus. Plus halt unsere Sachen. Sorry. Notzwin. Ja, du bist aber genau den Moment rübergezogen zu mir. Ach nö, nicht schon wieder. Alter. Im Schatten. Mich hat's auch erwischt. Ich bin aber auch gerade ganz knapp an dir vorbeigeschabelt, ey. Ja, ich bin kurz danach auch runter. Ich bin eigentlich gerade gewesen, gibt ein bisschen Gas und der dreht nach rechts weg und haut da, geht runter. Bleibst aber in manchen Ecken echt da richtig fies hängen. Nein, geh weiter, geradeaus. Nein, ach. Ey, du bleibst an der scheiß Kante von der Straße da hängen, von der Welle runter und das Auto geht rechts weg. Ich war fast unten, ich war in dem letzten Ding schon. Oh, scheiße. Sorry. Alles gut. Geht jetzt eh wieder runter, oder? Ja, natürlich. Nein, ich war so auf so guten... Ne, wie gesagt, ich war bis zum letzten Ding, letzte, erste oder zweite. Mann. Und dann hat es mich komplett ausgehebelt. Ja. Ach Mann. War richtig, ich war doch schon wieder dran. Alter Baby, ey. Nein! Tschüss! Was liegst du so auf der Straße? Du bist kein Hütchen! Merkst du was, Kev? Da legt man sich ja zu Füßen und schon ist auch wieder falsch. Egal wie man es macht.
Ja, die Strecke nach unten jetzt auch getan. Das ist jetzt ein bisschen. Das nervt jetzt gerade so ein bisschen, dass du echt da nicht weiterkommst. Voll da fies noch. Du bleibst dann nur auf deiner scheiß Kante hängen und dann hast du keine Chance mehr. Das war's. Damit hast du mich auch mit runtergenommen. Was soll ich machen? Ich bin da nur noch Passagier, wenn das Ding anfängt zu rudeln. Boah, ich war fast unten. Ja, ich auch eben, aber wie gesagt. Irgendwas machen, was anders aus. Ne, keine Chance. Du kriegst so viel Speed wieder drauf. Du fährst da ganz langsam runter. Du bleibst automatisch, kriegst da so viel Speed drauf, bleibst auf der Kante hängen und gehst wieder ab. Also ich hoffe, die Autos sind einfach dafür falsch. Alter, das ist heftig. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du kommst echt vielleicht mit ein bisschen Glück runter. Aber sonst gar nichts. Ich wüsste nicht, wie du es machen sollst. Was man macht, was ich jetzt gerade probiere, ist, du fährst runter und bremst wirklich vor jedem Hubbel ab und fährst ganz langsam über den Hubbel. Ja, ja, das mache ich auch gerade. Gar nicht mit Pace, gar nicht mit Speed, sondern einfach wirklich runterbremsen, komplett auf Null und dann rüberrollen lassen. Ich bin jetzt damit relativ weit gekommen. Weil sobald du Speed drauf kriegst und sobald du dann anfängst, irgendwo auf der Kante, bleibst auf der Kante hängen, geht dir der Wagen so runter auf Grundeis. Ich bin jetzt fast unten. Viel ist es nicht mehr. Jetzt sagen wir aber bitte nicht, dass das wieder so eine Rampending ist, wo du das wirklich jedes Mal machen musst. Das wird es wahrscheinlich sein. So, ich bin unten. Ich befürchte jetzt auch, dass du jetzt beim Flugzeug wieder hoch musst. Ja, das ist genau der gleiche Scheiß in Grün. Aber zumindest einmal runtergeschafft. Ja, wie gesagt, du musst wirklich vor jedem Ding, vor jedem Hubbel richtig abbremsen, je nachdem, was du zwei Autos kriegst. Ich weiß nicht, ob das bei den Hypercars so ist. Oder ob das jetzt. Ja, das ist natürlich das Problem. Lass mich raten, ich muss jetzt aber hochfliegen. Weil ich den Punkt verpasst habe. Oben vom Flugzeug. Ja. Aber das ist hier für eine Kamikaze-Aktion hier. Ich hab gerade mit dem Flügel die Wunde volle Essen weggedonnert. So, und jetzt. Rocket Voltic. Oh, Alter, Kev! Das war. Ja, geil. Du kommst. Ja, das war jetzt bewusst, dass ich so runtergegangen bin, aber. Ich wollte gerade zünden, da bleibt jemand stehen. Ich wollte gerade zünden, da bleibt jemand bremsen worden, Alter.
Das ist auf dem Dach gelandet, oder? Komm, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Auto, nein, bleib nicht drauf. Okay, natürlich nicht. Scheiß Husten, geht mir so auf den Sack gerade. Bleib drauf, Auto. Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf, dann kann ich. Nein! Er bleibt auf Dach liegen und dreht sich runter. Das war's. Nein, ich war fast unten. Oh. Mitte heißt nicht fast unten. Du warst genau in der Mitte. Nee, ich war fast unten. Du bist ja in der Mitte abgebogen, oder nicht? Nee. Okay, dann nee, warte, wann muss es Baby gewesen sein? Lol. Okay, schade. Das wäre natürlich jetzt witzig gewesen. Ey, du kannst nicht wirklich viel machen, wenn du da jetzt einmal, wenn du einmal ins Rudel kommst. Er steht. Och Mann, er steht komplett auf der Bremse, weißt du, und er bleibt nicht stehen und sondern gibt noch Gas. Aber das könnte sogar funktionieren. Warte, das muss ich mal ausprobieren. Was? Du kannst ja diesen Boost auch in der Luft zünden. Weißt du? Wenn der dann unten abhebt, wieder gleich wieder zünden. Wenn du in die richtige Richtung guckst, könnte das sogar funktionieren, dass du nach unten durch. Wahrscheinlich nicht, ne? So wie du da unten am Trudeln bist. Oh. Ich bin noch oben drauf. Oh. Ich bin noch oben drauf. Gut. Sagst du das bei Baby auch immer? Ja. Verdammt. Ich bin zu schnell. Aber du kommst nicht ran. Du musst einmal nur musst vernünftig ins Bremsen kommen, dann geht's vielleicht. Ich bin jetzt ziemlich auf der Mitte. Aber du musst echt höllisch aufpassen, ey, sonst gibst du so viel Speed. Weil ich bin nicht mehr weit weg, ich bin jetzt schon auf dem letzten Ding unten. Also du wirklich auch hier mit dem Voltik, echt, du musst vor jedem Ding bremsen, denn einfach wirklich langsam rüberrollen. Wenn du so viel Speed drauf bekommst, 2-3 überspringst, hast du schon verloren eigentlich. Also muss viel, viel auf Bremse gehen. Jetzt bin ich unten. Und dann im letzten Moment habe ich einen Boost gezündet. Warte mal, halt. Jetzt sag mir bitte nicht... Ah, da oben ist der... Oh Gott, sag mir bitte jetzt, ich habe irgendwo einen Punkt verpasst. Also ich bin jetzt schon im Flugzeug wieder. Wirklich bremsen. Und dann, wenn du... Oh, letzte, schade. Wenn du die letzten 2-3 Dinger hast, kannst du den Boost zünden. Den brauchst du gar nicht am Anfang erst zünden. Bremsen, bremsen, bremsen. Das hätte gerade fast geklappt, Alter, mein Plan. Ja, wie gesagt, so wie ich das gerade gesagt habe. Einfach bremsen, bremsen, bremsen vor jedem Ding und ganz langsam rüber. Nicht zu viel Speed kriegen. Sobald du zu viel Speed bekommst und das Ding einmal ins Rudeln kommt, hast du keine Chance mehr, runterzukommen. Ja, ja, nein, oh. Fass! Alter, das wäre geil gewesen. Oh, das ist machbar. Ich will das jetzt machen so. Das ist geil. Versuch es. Du musst praktisch nur es schaffen, eine Rampe richtig zu erwischen, dann kriegst du nicht wieder Boost. Und dann, wenn du gerade bist in der Luft,
einfach nochmal boosten, kommst du bis unten hin. Das dritte Auto ist übrigens das Batmobil. Meine Idee ist gar nicht so schlecht hinter dem Ding, aber wie gesagt, du musst es echt mit langsam und Bremse runter. Gar nicht so viel Power, also viel Speed kriegen. Da flog ein Voltic. Nein. Genau das, was ich meine gerade. Das ist genau jetzt passiert. Ja, ja. Geil. Geil. Ich hab's geschafft. Geil. Du hast wahrscheinlich mit viel. Ja, das wird gesagt. Sobald du einmal wirklich ins Rudeln kommst, hast du keine Chance, mit daher zu kommen. Das ist genau das gleiche als mit dem Batmobil. Ich wollte zu viel. Ich wollte zu schnell. Du bist im Ziel oder was? Mit dem Voltic? Ja. Schade, ich dachte, ich habe hier mal jetzt ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Ich würde auch nochmal was gewinnen. Vor allem bei dem geht der Boost ja noch schneller wieder hoch. Den brauchst du, wie gesagt, eigentlich nicht. Den brauchst du am Ende vielleicht noch. Mist. Sobald du denkst, du schaffst das und dann immer zu viel willst und zu viel Gas gibst, das hebelt dich so aus dem Ding, aus dem. Nein! Ich häng drüber bei der Kante. Verdammt, ich häng über der Kante. Oh, schade, das wäre jetzt auch cool geworden. Oh, Glück gehabt. So, jetzt muss ich ein bisschen langsamer fahren. Und zwar rückwärts. Ich wette, das ginge auch, wenn du mit so einem Boosting hier auf der Seite von der Rampe landest und dann wieder hochfährst. Das geht bestimmt auch. Ja. Wie gesagt, mich hat es gerade komplett. Ich hing mit der Mitte über der Kante. Bin aber wieder drauf. Ich hab's irgendwie wieder hingekriegt. Ich hab's geschafft! Viele Leute, die fragen, warum ich so viel huste, liegt einfach daran, dass ich vor kurzem Corona hatte. Und das hat mich auf die Lunge schlägt. Oh nein! Boah, Alter, das war knapp. Das war nicht wirklich viel mehr gefehlt, dann hätte das Auto mein Jet noch erwischt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, aber gesagt, du willst zu viel. Das ist genau das, was ich meine. Mach wirklich langsam, vor jedem Ding langsam. Roll rüber. Das ist alles andere, mehr brauchst du nicht. Das kommt dir sicher unten an, als wenn du das jedes Mal mit auf Glück versuchst. Ah, ernsthaft, ich bin nicht in den Punkt. Ja? Es wäre machbar, aber das Blöde ist, du bleibst manchmal irgendwie so ganz seltsam in diesem. Ja, und sobald du hängen bleibst und das Auto auf dir abfliegt und der Kandidat anfängt, Flips zu ziehen, hast du keine Chance mehr. Das ist so blöde. Och Mann, ich bin schon zweimal durch den Punkt durch. Lass mich doch in Ruhe. So.
Bist du immer noch im Bettmobil, Markus? Jetzt bin ich gerade im Flugzeug. Okay. Ja, ich bin. Scheiße. Ich hab damit gerochen, ich hab's gerochen, weil deswegen bin ich auch stehen geblieben. Deswegen bin ich auch gerade stehen geblieben, weil sonst hättest du mich nämlich erwischt. Warte mal. Jetzt doch. Ah, Scramjet, okay. Hm. Der hat aber keinen Boost, oder? Na, der springt, wenn du da reindrückst. Hallo, Baby. Lass es. Hör auf. Ich hab dich doch nur gerade gerutscht. Das war tatsächlich sogar richtig jetzt diesmal, ja, aber nicht, bitte nicht runterschubsen. Moment. Also. Moment. Ich hab grad verstanden, ich habe dich gerade gelutscht. Ja, vielleicht hatte das auch. Vielleicht hat meine Dame auch eine kleine. Kleines Gimmick. Kommt aus Thailand. Ich hab dich doch nur gerade gelutscht. Das klingt ja? Aber dann macht sie das. Oh, oh. Nee. Ja, da kommt komm. Ich hab's geschafft. Bin unten. Übertreib's nicht mit den Spülmitteln, Junge. Oder ein oh, Schraubenschläger. Eieiei. Ei. Moment, bitte, was? Was wollt ihr jetzt versuchen? Freu dich mal auf das nächste Fahrzeug danach, Markus. Wieso? Ist doch nichts. Das wird doch, das wird doch lustig. Okay, es sind nicht mehr so viele Autos. Ich glaube, danach noch einen Durchgang oder so. Also zwei, ein Fahrzeug und danach noch eins und dann ist durch. Moin! Hallo, Baby! Hör auf mit dem Scheiß jetzt! Hör auf mit der Kacke jetzt! Da ist der Formel 1 Wagen übrigens, der danach kommt. Baby ist immer noch mit dem Voltic dran. Aber wie gesagt, du musst echt wirklich Piano machen. Du darfst da nicht runterhämmern. Ja, sonst hast du keine Chance. Oder viel, viel Glück. Das kann natürlich auch sein. Genau, Baby, schön langsam. Nicht, den Boost brauchst du gar nicht am Anfang. Den kannst du, den zündest du, wenn du irgendwann kurz vorm Ende bist, dann letzte zwei, drei Dinger, da kannst du lieber. Entschuldigung, ich rutsch mal drüber, ne? Ich glaube, mir wurden die Haare frisiert. Ja, ich bin gerade über Baby drüber hinweggeflogen. Jetzt, wenn du hier so bist, wo ich jetzt gerade bin, da kannst du den Boost zünden. Wenn du dann gerade bist und außen drüber, dann ist es okay. So, geschafft. Die Punkte sind aber auch immer gefühlt irgendwo anders. So, jetzt. Ja, weil du die nie an der gleichen Stelle setzen kannst. Ja, ist gut. Das heißt, oben 16, ja, dann noch ein Durchgang, genau. Du musst noch einmal runterkommen danach. Also eine Formel 1 Wagen und dann ein Auto noch. So. Was haben wir denn jetzt? Ein Hotwot?
Mist, das wäre cool geworden jetzt. Was denn? Wenn ich den hätte durch den roten Kreis und dann hat er einen Spin gemacht, dann hätte ich gleich wieder zurückfahren können. Er hat sich zu weit gedreht. Aber also, du bist jetzt auch schon beim letzten Auto. Ja. Scheiße, ich dachte mal, ich hätte noch einen Vorsprung. Ich dachte, wir sind mit dem Formel 1-Wagen noch nicht runtergekommen. Oh Mann. Nein. Oh. Ich bin im Hot Rod. Fuck you, Alter. Ich muss übrigens auf die Bremse gehen. Ich stehe komplett auf der Bremse gerade drauf. Du hast jetzt keine Chance. Oh. Oh, hast du den Safe gerade gesehen? Nein, Simon? Mich hat's runtergehauen. Nein! Oh! Alter, diese scheiß Kanten immer, du bleibst immer einfach bums stehen. Du kannst nicht viel machen, wenn du einmal. Watch. Das wird. Oh, Alter. Alter. Ja, sobald das Ding einmal in Fahrt kommt, du kommst nicht aufs Bremsen, weil du auf dem Asphalt stehst du noch nicht so stark. Alter, der bremst aber auch fast gar nicht hier. Nee, tut er auch nicht. Ich steh komplett auf der Bremse, während ich runterfahre. Oh, das ist jetzt ekelhaft. Das ist jetzt richtig ekelhaft zum Abschluss nochmal. Und die wollen mit ihrem Batmobil. Naja, und danach kommt der Formel 1-Wagen und dann kommt unser Rad. Also sie hat jetzt quasi 2 Runden Rückstand. Ernsthaft? Okay, zu langsam solltest du nicht über die Kante. Mein Gas geben brauchst du nicht. Da flog was. Also bremst bitte vor der Kante ganz, ganz, ganz stark ab mit dem Ding. Kannst du, dass du den wirklich nur runtergleiten lässt langsam. Und dann geht es. Wenn du schon am Anfang über die Kante zu schnell bist, hast du keine Chance mehr. Weil da kriegst du so viel Power drauf. Weil Gas geben brauchst du mit dem Ding nicht. Du lässt ihn rollen und bremst. Immer wieder rollen. Bremsen, rollen, bremsen. Alter, wir sind schon eine halbe Stunde dran, ne? An dem Ding jetzt hier. Also ich bin jetzt unten. Mann, Bibi! Oh, oh, oh. Gewonnen. Ja, ich darf auch noch mal. Ich war gerade ideal unterwegs und dann Bibi so, nö.
Wenn du mich reinfährst, kann ich auch nicht so früh. Es gibt aber auch schönere Momente, wo ich nicht reinfahren kann. So, was ist denn so? Aber die sich doch schön breit macht da. Schade, schade. Klappt das? Jawohl, schön, Marco. Schön gesaved. Jetzt wirklich, wirklich bremsend da runter. Boah, schön, sie ist aus dem Weg. Jetzt hätte sein Baby spielt Bowlingkugel. Alter Verwalter, ey. Na komm, du darfst jetzt aber auch mal. Genau. Na, schön. Nein! Ah nein, verdammt. Markus, fahr ganz langsam an die Kante ran. Wirklich nicht schnell. Also du musst wirklich runter. Mach ich doch. Ja, ja. Bremst bitte mal komplett auf Null runter vor der Kante. Und dann wirklich ganz, ganz langsam runter. Und da musst du eigentlich mehr oder weniger bremsen. Fast runterbremsen? Ja, ich könnte jetzt zu schnell gewesen sein. Und jetzt musst du bremsend runterfahren. Du brauchst kein Gas geben, überhaupt kein Gas geben, sondern einfach wirklich nur bremsend runterfahren. Das geht schlecht, wenn da so ein dickes lila Ding ist. Ja, das war jetzt das Problem an der Sache. Ich glaube, Baby hat dich so ein bisschen aus dem Dings, aber das ist die Idee. So habe ich es halt auch geschafft. Das ist mein Highlight heute. Die ganze Zeit nichts geschissen bekommen, aber dann gewinnst du so ein Rennen, weißt du? Du bist so schnell. Weil du kriegst ja nicht mehr gebremst. Sei denn, du hast vielleicht Glück. Dann darf er dir jetzt aber nicht ausgehebelt werden. Dann könnte es funktionieren. Das ist ja eigentlich gerade. Was macht ihr zwei da? Kuschelkurs oder was? Ja, klar. Ey. Also langsamer kann ich die Kante nicht runterfahren, gell? Jetzt gerade eben. Ja, das ist genau richtig. So habe ich es auch gemacht. Und dann wirklich bremsen, rollen. Oder nur bis du gerade kommst, also die Kante kommst, musst du wieder komplett auf die Bremse. Und lässt ihn jetzt so komplett gerade runterrollen. Mehr ist es nicht. Das, was du jetzt machst, ist genau richtig. Du darfst nur nicht zu schnell werden lassen. Nicht zu viel wollen. Das war vielleicht gar nicht so doof eigentlich jetzt, dass Baby da jetzt so gestanden hat. Das Bettmobil ist genau dasselbe. Es ist immer wieder komplett. Du musst fast bremsen runter. Boah, Alter. Wo wolltest du da jetzt hin? Hinten rein! Ja. Sorry, bei Baby, wir bekommen es nicht immer. Herr Ivan? Was ist das denn jetzt hier gerade? Oh nein, oh nein, das könnte es gewesen sein. Wenn du Pech hast, ist das jetzt nämlich gewesen. Ja, ja, wieder zurück, Gas geben, voll, zurück, genau. Im Zweifel. Oh, boah. Aber du hast es, Markus. Das sind jetzt noch zwei Dinger. Komm, jetzt. Mich hat es nämlich beim letzten auf dem Dach gelegt, aber wirklich beim allerletzten. Sehr geil.
Und das ist genau das ist genau die Idee dahinter. Also, man muss es erstmal rausfinden, wie man es angeht, das Thema. Und es ist, glaube ich, bei allen Autos genau gleich. Du musst echt wirklich bremsen runter. Nicht zu viel wollen, langsam, vorsichtig, bremsend. Und ich darf mal den gewinnen. 29 Minuten mehr. Aber geiles Ding, muss man sagen. Ist mal was anderes, als nur blind irgendwie die Rampe runterzufahren. So. Die blonde Bitch darf auch mal so ein Ding gewinnen. Schon 2:30, Alter. Oh. Yep. Wir haben jetzt noch 6 Spiele. 6 Spiele. Hast du jetzt noch mehr von den Dingern oder was? Ein paar kommen, glaube ich, noch. Oh, ernsthaft? Ja. Baby, ja gut.